Ja, wir machen ein kleines Frage-Antwort-Spiel zur EK-Titan-Armbrust, was da immer so an Fragen reinkommt und welche Antworten man da geben kann. Wenn es dich interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du am Brunnensportkanal dabei bist. Frequently Asked Questions to Titan. Wenn dir das Video taugt, gib so schnell wie möglich einen Daumen nach oben. Das freut den Google-Algorithmus, das freut mich. Und jetzt schauen wir uns die Armbrust an. Das Teil ist recht kopflastig, das habe ich im Vorstellungsvideo schon gesagt und da kommen immer wieder die Fragen rein. Wie weit nach vor darf ich denn da greifen? Denn in der englischen Beschreibung, die der Hersteller rausgibt, steht nur an der Stelle halten. Und wenn man das macht, es ist halt wirklich sehr kopflastig. Das Teil ist sehr kopflastig, trotz alledem leicht halt kopflastig. Also, Nummer 1. Da vorne hingreifen ist halt immer so eine gefährliche Sache, denn wenn man da wirklich mit den Fingern nach vorkommt, bei dieser Compound-Armbrust, ich sage nur Halleluja. Daher verstehe ich den Hersteller, dass die sagen, du darfst es nur hier nehmen. Es ist so, es gibt keine Picatinny-Schienen oder andere Montagemöglichkeiten bei dieser Armbrust. Ja, das ist ein ganz klassischer Sport, beziehungsweise in Amerika auch für andere Dinge im Einsatz, aber das ist für uns jetzt mal egal. Und daher gibt es da keine Picatinny-Schiene. Wenn aber da Bedarf da ist, und da würde ich dich bitten, dass du uns ein E-Mail an shop@überlebenskunst.at schickst oder hier jetzt einen Kommentar schreibst, ja, ich will Picatinny-Schiene für Titan, denn dann kann ich dir sehr gerne da eine Picatinny-Schiene anbieten, die genau hier in diese Aufnahme für die, damit ich es rauskriege, für den Pfeilköcher hineinpasst. Wenn du sowas haben willst, schreib bitte jetzt einen Kommentar, Picatinny-Schiene für Pfeilköcher, yeah, oder so irgendwas, beziehungsweise melde dich bei uns an shop@überlebenskunst.at. Das würde mir jetzt nicht taugen. So, also, das ist der Punkt. Aufgelegt schießen geht natürlich auch nur bedingt, weil ich kann kein Zweibein montieren. Also das ist ein bisschen ein Thema. Ich mache es so, und das ist jetzt die Frage, Antwort, wenn... Also, warum Picatinny-Schiene da vorne? Dann könnte man da vorne etwas montieren, das man hier unten hält. Dann ist es auch nicht... Das ist schon knapp. Wenn du hier vorne nimmst, da wäre es perfekt zum Halten. Oder auch da vorne. Da ist schon die Gefahr, dass du irgendwo in das Kabel oder irgendwie in die Sehne kommst. Daher, da vorne Picatinny-Schiene. Dann kannst du es da so aufsetzen. Könntest auch ein Zweibein montieren, denn es gibt ja auch... mit Picatinny-Schiene, entweder einen Griff oder auch wirkliche zwei Beine, die man auf Picatinny-Schiene draufgeben kann. Wenn du sowas brauchst, melde dich auch sehr gerne bei uns. Das ist mal der Punkt. Da kann ich dir leider nicht anders helfen. Aber, und jetzt, wie mache ich das ohne all das Zeug? Das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt beim Militär. Ich bin kein großer Militär, muss ich da gleich dazu sagen. Ich tauge nicht fürs Militär. Ja, ja, aber ist egal. Und zwar... Wozu man eine Wampe braucht, ist ein Bauch. Nämlich so abstemmen. Schau mal her. So auflegen und so schießen. Denn dann habe ich das mit dem Gewicht ein bisschen, weil so, da brauchst du Oberarme und du fängst ins Zittern an. Also das ist gar nicht mal so einfach. Daher abstützen. Abstützen, weiter nach vor und abstützen. Aber wie gesagt, wenn Interesse da ist, machen wir das gern. Frage Nummer 2, Zielfernrohr. Ja, ist ein Zielfernrohr standardmäßig dabei, das auch durchaus in Ordnung ist. Also ich möchte über dieses Zielfernrohr definitiv nicht böse reden. Aber es gibt natürlich bessere. Das will ich jetzt hier an der Stelle nicht machen. Ich habe hier ein Hockey montiert, ein eigenes Armbrust-Zielfernrohr. Gibt da viele andere. Da habe ich auch ein eigenes Video dazu gemacht. Wir haben auch einiges im Shop. Aber es funktioniert. Also du kannst alles, was Picatinny-fähig ist, hier auch montieren. Du musst vielleicht die Montagen etwas versetzen. Aber das geht. Das geht sehr aus. Und wenn du dir die Schiene anschaust, schau, die ist extrem lang. Also da kannst du auch wirklich was Wuchtiges, Großes drauf machen, das auch ein bisschen abgesetzt ist. Das ist auch sehr fein. Visierlinie und Schusslinie, nennen wir das jetzt mal so, ist auch relativ eng aneinander. Also das passt alles super. Da brauchst du mal überhaupt keine Sorgen machen. Also alles, was Picatinny oder Viva fähig ist, passt da ganz locker drauf. Frage zur Einsatzschussweite und auch zum Leuchtpunktvisier. Das ist jetzt nicht so oft, das war einmal die Frage, kann man Leuchtpunktvisier drauf montieren? Ja, kann man, aber ich würde das bei der Armbrust einfach von der Distanz her... Ich meine, alles ist möglich, ja, alles ist möglich. Nur mit der im Garten so auf Spaß schießt auf 10 Meter... auf 5 Meter, auf 3 Meter, so wie ich das mit anderen Repetierarmbrüsten machen kann oder Pistolenarmbrüsten, das würde ich einfach nicht tun, weil das einfach viel zu viel Power hat. Wenn da was schief geht, sage ich, hui,
ich hier auf billige Eigenwerbung, ist das alles hier, auf Waldurlaub.at, ich habe hier rundherum nichts und es gibt ja auch bei uns eigene Bushcraft-Camps, wo man mit Armbrust schießen kann, weil das einfach so großflächig ist und auch sicher ist und wenn man einen eigenen Bogensportparcours, das ist was anderes, aber jetzt so im Garten, no, würde ich nicht tun. Also 15 Meter ist einmal so eine Distanz, wo ich sage, okay, ich kann nachdenken, aber du brauchst dann auch die passende Pfeilfangmatte dazu. Wir haben manche Kunden, und das ist auch gar nicht böse, als ich angefangen habe, haben wir auch nichts dabei gedacht, habe es auch gemacht, auf Holzplatten geschossen und mich dann gewundert, warum die Pfeile hin sind. Also das funktioniert nicht. Du brauchst umso mehr Kraft die Armbrust hat und umso näher das Ziel, umso besser müssen deine Pfeilfangelemente sein. Sonst geht der Bolzen, der Pfeil, oder der Pfeil fliegt in die Pfeilfangmatte und wird zum Bolzen, weil es hinten die Federn, die Wings abreißt und du das Teil gar nicht mehr rauskriegst. Einsatzschussweite sozusagen, also unter 15 Meter würde ich es einfach nicht tun. Man kann alles tun. Wie gesagt, man kann alles tun, aber macht nicht so viel Spaß. 50 Meter war auch die Frage, also die Frage kommt immer wieder, Einsatzschussweite. Leute, 50 Meter ist überhaupt kein Thema. Mit der richtigen Optik richtig eingestellt ist das kein Thema. Aber bei den meisten Zielfernrohren, die ich kenne, die höherwertiger sind, kann man ja auch hier die Vergrößerung sozusagen einstellen. Das bedeutet, du kannst auch hergehen und sagen, okay, ich möchte auf kürzere Distanz schießen oder ich möchte auf weitere Distanz schießen. Thema ist halt, dass man dann vielleicht das Ziel nicht mehr ins Absehen hineinbekommt, das ist ein anderes Thema, aber 50 Meter ist überhaupt kein Thema und es sind auch Schüsse auf 100 Meter möglich, aber da muss halt alles passen, muss alles getuned sein, da muss man auch hier dann mit dem Scope wirklich spielen, dass man die richtige Neigung dazu kriegt, da braucht man auch, also alles ist möglich, aber besser ist es dann, wenn man noch einen Aufsatz mit dabei hat, aber sei es drum, Einsatzschussweite 50 Meter, überhaupt kein Problem, 70 Meter auch kein Problem, Leuchtpunktvisier eher nicht. Frage zur Wartung und zur Pflege. Also eines ist klar, wenn du ein bisschen damit geschossen hast, wirst du merken, dass diese Sehne genau auf diesen Bereich hier ja einfach hin und her reibt. Das bedeutet, du musst im Endeffekt immer wieder nachwachsen und zwar relativ rasch. Denn wenn du das nicht tust, man sieht es vielleicht jetzt in der Kamera nicht, du hast hier einen richtigen Abrieb. Also das ist hier ein richtiger Abrieb von der Sehne. Und das macht einfach keinen Spaß, das ist einfach nicht lustig. Daher Sehnenwachs hier aufbringen, Silikonspray, was auch immer du gerne machen willst, ist überhaupt kein Thema. Das ist auf jeden Fall extrem, extrem sinnvoll bei dem Teil. Bitte acht darauf, bitte, bitte darauf achten. Dann Fragen zu Montagen und Fehler, die da sehr gern passieren können. Wenn du das Teil kaufst, wird da ja mal der Grundkörper und dann eben die Wurfarme, das ist ein gesamtes Teil, nehme ich dann auch nachher runter, geliefert und du musst das ineinander bringen. Ich zeige dann nachher auch was zu den Kabeln her. Und da wird diese Schraube hier, die ist auch im Standardlieferumfang logischerweise enthalten, du, da ist eine Beilagscheibe und ein Sprengring dabei. Die gehören mit raufgesetzt, die sind ganz wichtig, ja, dass man das so aufsetzt. Ja. Beilagscheibe und dann eine Sprengring, warum? Warum tut man das? Wenn man das nämlich nicht tut. Und ich meine, die Schraube ist wirklich extrem lang, also das geht nicht von alleine runter. Aber durch die Vibration in dieser Armbrust, wenn der Sprengring zum Beispiel nicht dabei ist, ja, dann ist es ganz einfach wirklich nicht sicher, dass das auf Dauer nicht locker wird. Das heißt jetzt nicht, dass da die ganze Schraube rauskommt. Aber wenn wir das schon haben, so einen Sprengring, dann sollte man auch einbauen, oder? So, da haben wir jetzt die zwei Teile, ja, so wird das ganze Teil geliefert. Hier ist dann jetzt noch einmal dieser Bereich, wo eben dieser Bolzen hineinkommt. Das ist wirklich federleicht, das ist so arg, das ist total federleicht, taugt man total. Und ja, jetzt hier zu diesem Teilchen hier. Da unten wird drauf montiert, das kannst du dann auch nachher machen, kann man vorher machen, egal, eben diese Halterung für den Köcher, der liegt da jetzt irgendwo, ist aber auch egal. Und das wird da drauf montiert und dann eben hier dieser Teil, der ist notwendig, damit du mit dem Fuß beim Hochspannen mit der Spannschnur, also Spanneinrichtung, die auch mit dabei ist, das Ganze, die Armbrust schön abstützen kannst. Ich habe das in einem anderen Video hergezeigt und dann hast du hier so ein Kunststoffteil. Ja. Dieses Kunststoffteil ist dazu da, dass die Kabel ja, hier in dieser Schiene, in dieser unteren Schiene, hier ja, sozusagen eingefädelt sind und beweglich sind. Ja. Hier oben einsetzen, ja, das wird hier mittig eingesetzt. Ja. Ich habe auch das hier ein bisschen gewachst, also das brauchst du jetzt nicht jeden Tag 3 Minuten lang einwachst, das Licht, aber ich habe das
eingewachsen am Anfang und ich glaube auch, dass es fein ist, wenn man das immer wieder mal ein bisschen tut. Ja, es ist ja auch ziemlich einfach, das Teil auseinanderzunehmen. Ich habe jetzt einfach nur diese Schraube gelöst mit dem dazugehörigen Imbusschlüssel, der auch im Lieferumfang mit dabei ist. Bitte aufheben, ja, nicht einfach wegwerfen und sagen, ja, das wird schon passen. Denn, ja, vielleicht passt es dann nicht. Das ist nämlich irgend so eine, ich glaube, amerikanische Norm, die sind ein bisschen anders genormt, ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer. Daher passt dir das an. Nicht passt dir das an, passt darauf auf, dass du den Imbus nicht verlierst, aber das ist das, was ich damit sagen wollte. Gut, also das wird so eingeführt, diese Metallkappe hier, dass sie eben, jetzt die Draufsicht, so ist das Teil, so wird es dann gespannt, dass dieses Metall, dieses Plastikteil hier die Einbuchtung hat, denn da wird es dann auch aufgelegt und nach unten hin so eingeklagt wird. Ja? Das, wie gesagt, ist im Lieferumfang ja alles mit dabei. So schaut dieses Teil aus. Das wird dann hier, wie gesagt, ich habe vorher ein bisschen gewachst. Ich weiß gar nicht, ob das in der Bedienungsanleitung gefordert wird, dass man das tut. Ich weiß es nicht, aber ich habe es gemacht. Hier jetzt eingefädelt. Siehst du wieder? Ah! Ja. Nein, hab's hier richtig. Aufpassen, dass das nach oben hin, ja, nach oben hin muss dieser Teil hier nach oben, das wird dann da mittig reingeschoben und dann gehen wir im Endeffekt her. Und es tut mir leid, viele Leute beschweren sich immer über meine Kameraführung und sagen, deine Kameraführung ist so fürchterlich. Ich habe in Hollywood, wie ich meine Kameramann-Ausbildung gemacht habe, da habe ich nicht aufpasst. Ich bin da immer saufen gegangen, obwohl ich ja gar nichts saufe, aber ich habe das nicht gut gemacht. Es wird dann da oben eingefädelt und dann hier durchgesetzt und dann angeschraubt. Ja, und dann sind wir fertig. Ja, und dann da ein bisschen so draufklopfen, damit sich das wieder schön ineinander bringt. Ja, ist jetzt alles schön eingesetzt. Ja, dann Bolzen wieder rauf zuschrauben. Ja, und dann kann es wieder losgehen. Und da ich schlimmer natürlich nicht auf meine Imbusschlüssel aufpasse. Ja! Ah, ja, genau. Habe ich mir bei Amazon so ein Teil hier gekauft. Da gibt es nämlich, ich versuchte den Link zu geben, ich weiß es nicht genau, ja, aber die gibt's. Das ist ein Doppel-Set, da sind zwei dabei. Einerseits Imbus-Set für Amerika und einmal für die ISO, nein, das ist die metrische Welt, die Zollwelt und die metrische Welt, so irgendwie, ja. Ich hoffe, dass das jetzt halbwegs richtig ist. Beim Anschrauben, ja, auch da wiederum darauf achten, dass das mit dieser Beilagscheibe ist. Nein, wirklich, wir hatten einen Kunden und manche Leute nehmen mir das übel, wenn ich das in Videos erzähle, ich nenne keinen Namen und gar nichts. Und ich mache mich auch über die Leute nicht lustig. Nur wäre es fair, wenn wir es trotzdem erzählen, damit wir alle was davon haben. Der Kunde hat vergessen, die Schraube hat er schon angemacht, aber er hat den Sprenger drin und das Ganze nicht dazugeben. Es war im Lieferumfang dabei. Könnte auch sein, dass es fehlt. Ist ja kein Thema. Aber nein, es war dabei und er hat sich gedacht, das wird schon passen. Und dann hat er sich gewundert, warum das immer zu wackeln anfängt. Ja, mache ich mich jetzt lustig? Nein. Aber daher, ich erzähl's dir einfach, das ist nicht gut. Daher, jetzt auch nicht so fest schrauben mit dem Akkuschrauber, aber ich kann jetzt nicht mehr. Und jetzt sitzt das und der Sprengring passt. Und alles ist wieder gut. Alles ist wieder gut. Und das war das Video Frequently Asked Questions. Also häufige Fragen und reines dumme Antworten. Du, der EK-Titan. Sehr cooles Teil. Wenn du was wissen willst, dann melde dich gerne an shop@überlebenskunst.at, schreib mal einen Kommentar, Daumen nach oben, komm in meinen Shop, dass das alles die billigste, hinterhältigste Billigwerbung überhaupt war. Das muss da auch klar sein. Gib dir den Link in meinen Shop. Kommentar schreiben, irgendwas anderes anschauen im Shop, Waldurlaub vorbeikommen und einmal wirklich selber auf die Zielscheibe machen, auf 70 Meter. Würde mir sehr nicht freuen. Dein Rainer Rossmann, wenn du Fragen hast, einfach melden und aufpassen.